Hallo Welt, da sind wir wieder im Vault 123 und wir wollen ein bisschen weiter nach unten bauen. Hier sind allerdings so viele Felsen und das kostet, die wegzutransportieren. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht auf dieser Etage hier schon den Lagerbereich einrichten, der ja doch ziemlich groß werden soll. Oder ob wir das vielleicht doch ganz anders machen? Wer weiß. Auf jeden Fall sind diese Aufzüge ziemlich teuer, finde ich. Und wir sollten auch mal eine Radiostation in Erwägung ziehen. Allerdings bin ich da noch nicht so ganz sicher, wo die hin soll. Hier sind aber wirklich viele Steine. Wir haben uns den besten Weg ausgesucht. Also vielleicht gehen wir hier nochmal ein bisschen weiter runter. Mal sehen. Ein, zwei Aufzüge können wir ja noch bauen. Die sind schon wieder teurer geworden. Warum denn nur? 405... Ah, weil wir tiefer unten sind vielleicht. Kann das sein? Je tiefer wir runterkommen, umso teurer wird alles. Ist das wahr? Ist das denn wahr? Na gut, dann bauen wir eben noch ein wenig hier unsere Baracken aus. Wäre das noch eine Option? Baracken. Auch das ist teurer geworden. Baracken nochmal. Ja, das ist doch ganz nett so. Oh, wir müssen auch ein bisschen hier auf unser Wasser und so achten. Ja, wir müssen, vor allem müssen wir nach unten, damit wir unten anfangen können, irgendwas zu bauen. Aber wenn das wirklich so funktioniert, dass je tiefer man kommt, dass dann alles teurer wird, dann sollten wir lieber oben erstmal alles zupflastern. Obwohl ich das so nicht so schön finde. Wie gesagt, wenn Raider angreifen, wäre es schon ganz gut. Hoho, wir können unseren Bruce gleich zurückholen. Bruce Johnson. Eine Kreatur muss er nur noch erwischen. Ja, wenn Raider angreifen, dann sollen die es ja nicht so einfach haben. Die sollen durch die ganzen Etagen durchgehen müssen. Oh, jetzt wird's spannend. Jawohl. Haha. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das ging nochmal schnell. Okay, wir brauchen mehr von diesen schweren Waffen anscheinend. Dann werden diese Fails werden dann schon mal etwas schneller abgeschlossen sein. Apropos Fails. Wir können ja das Tempo wieder aktivieren. Unfallwahrscheinlichkeit von 29% nehmen wir in Kauf. Und geschafft. Unfallwahrscheinlichkeit von 32% nehmen wir in Kauf. Oh, und fehlgeschlagen. Und das Kind ist auch noch da. Oh nein, ein Kindfeuer. Ein Feuer im Kind. Nein, ein Kind im Feuer. Oh, und Bruce ist fertig. Ja, dann schauen wir als erstes mal, was unsere nächste Aufgabe hier ist. Wir haben Töte 10 Kreaturen im Ödland abholen. Abgeschlossen. Abholen können wir es. Achso, hier drauf drücken. Ja, stelle 6 Waffen her, ist die nächste Aufgabe. Dafür brauchen wir doch eine Waffenfabrik. Dafür bekommen wir eine Vault-Tec Lunchbox. Das nächste wäre aber auch verwerte 10 Waffen oder Outfits. Die haben wir wiederum nicht. Mhm. Ja, dann müssen wir das wohl machen. Oder wir müssten uns wirklich von einer Waffe oder einem Outfit trennen. Das können wir, aber im Moment haben wir so wenig davon noch. Dabei fällt mir gerade ein, wir hätten doch gucken sollen mal, ob wir nicht die Energie hier noch verbessern können. Was kostet das denn eigentlich? 1125. Wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen, das zu verbessern. Aber okay, wir gehen vielleicht mal weiter so im Plan. Wir haben doch hier verbessert. Und nein, wir haben hier temporiert. Getempot haben wir das hier. Aber dieses hier noch nicht. Genau, für Unfallwahrscheinlichkeit von 35% ist okay. Und wir holen... Jawohl! Und wir holen in der Zeit dann auch schon mal unseren Bruce zurück. Rückruf. Warum hat er denn jetzt diesen Anzug an? Und nicht mehr... Das verstehe ich nicht ganz. Okay, erreichen einen Jurekola Quantum. Die sparen wir lieber. Er kann sich ruhig Zeit lassen. Hauptsache, er kommt zurück.
Oh, er hat aber ganz schön gelitten. Wie kommt's? Ah. Okay. Gestoßen auf eine Raider-Gruppe, die Leute terrorisieren will. Versuche mich vor den Raidern zu verstecken. Ich konnte mich vor den Raidern verstecken. Das war knapp. 35 EP erhalten. Nö, da hat er sich doch versteckt. Wo hat er denn was verloren? Hier hat er ein wenig Schaden erlitten im Kampf gegen den Yaogwai. Ansonsten... Wo hat er denn so viel Schaden her? Naja, okay. Naja, zurück kann er ruhig in diesem Anzug kommen. Wir stecken ihn dann wieder ins Labor. Wahrscheinlich. Wenn er schon diesen Anzug anhat. Na wunderbar. Was machen wir denn sonst noch hier? Weiter nach unten bauen würde ich gerne, aber das ist so teuer geworden. Ach so, wir wollten weiter noch gehen. Hier, vielleicht nochmal Tempo einschalten. Ja. Unfallwahrscheinlichkeit von 32 aktivieren. Oh, nein. Ja, tut mir ja leid, Leute. Red Kakerlaken. Oh, das gucken wir uns an. Die sollten jetzt auch relativ schnell damit fertig werden. Oh, was macht das Kind da? Schafft das Kind von den Kakerlaken weg. Sechs Waffen sind sowieso nicht schlecht. Die können wir dann schön verteilen an unsere hüpfenden Bewohner des Bunkers hier. Ja, da haben wir doch schon schön was gebastelt. Wie lange braucht unser Bruce denn zurück? 6 Minuten? Oh, das könnte er noch schaffen in dieser Folge. Ja, ich weiß. Wir brauchen einen Lagerraum. Wir müssen weiter nach unten bauen noch und die... Dann hier eben, vielleicht nehmen wir diese Etage hier. Steine abbauen ist jetzt hier wieder günstiger. Ist nicht 400 vorhin? Oh, das kann schon sein. Ja, wir waren da und wir wollen das hier vielleicht auch noch etwas schneller laufen lassen einmal. Geht nicht? Doch, geht. Erfolgreich, sehr schön. Und wir haben das Labor, das können wir doch auch nochmal... Oh ja, das können wir sogar sehr gut nochmal aktivieren. Oh, schade, was kommt jetzt hier? Oh, Red Kakerlaken, aber er hat auch eine Waffe. Oh, das sind aber viele Red Kakerlaken. Schafft er das wohl alleine? Er nimmt ganz schön Schaden und teilt gar keinen Schaden aus, so richtig habe ich den Eindruck. Ah doch. Ach, das ist gut, er geht in Deckung. Ach doch, der teilt ganz gut aus. Der schießt durch die Wand gerade. Das macht er doch ganz gut. Und geschafft. Ja, gibt es denn jedes Mal Punkte, glaube ich, oder? Er levelt damit auf, sich selbst, meine ich, oder wie? Ich weiß ja nicht, was vorher war, aber ich glaube, das hier war nicht bis oben hin voll mit seinem Anzug auch noch dazu. Also das E. Ah, ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall ist er glücklich. Alle sind sie glücklich. Das haben wir schon mal hinbekommen und es gibt Essen und Trinken und Energie auch. Ja, wie sieht es denn jetzt aus eigentlich? 500 kostet so ein Aufzug schon. Dabei sind wir diesmal noch gar nicht tiefer gegangen. Also liegt das an irgendetwas anderem. Vielleicht an den Gesamtlevel, die die Einwohner haben.
Ja, sollen wir denn dann nicht vielleicht hier noch den Einwohnerwohn, den Bewohnerwohnbereich hier etwas vergrößern? Also hier soll noch mal so bis hierhin ungefähr so ein Labor hin. Und ich weiß, wir brauchen Lagerräume. Und ich weiß, wir brauchen auch nachher die anderen Sachen, die Waffenwerkstatt und so etwas. Ja, aber so viele Einwohner haben wir nicht. Also brauchen wir erstmal Baracken. Nur Moment mal. Wenn wir hier eine Baracke noch hinbauen. Hier unten soll eine Lounge zwischen. Da müsste hier also sowieso noch ein Aufzug hin. Oder wir bauen hier hinten einen Aufzug dran. Wie tief? Das geht noch tief genug, oder? Wir können noch bauen. Ja, wir können auch sowas weiter unten noch bauen. Das wird dann nur teurer wahrscheinlich. Warum haben wir den Platz hier eigentlich freigelassen? Was sollte hier nochmal hin? Ach so, hier ist ja genau, hier ist die Energie und die ist ziemlich laut und wir wollten die Baracken nicht direkt an der Energie haben. Was wollen wir denn da haben eigentlich? Lagerräume können wir hier hinbauen. Das wäre noch eine Idee, da wir doch sowieso gerade Lagerräume brauchen. Ja, aber dafür bauen wir doch hier extra nach unten für die Lagerräume. Das soll doch hier eine ganze, so eine ganze Etage hin, mal irgendwann. Ja, Baracken. Ich würde ganz gerne irgendwie mal so hier so einen Aufzug zu anderen Baracken noch hinbauen, aber die Lounge. Wir lassen diese ganze Etage frei für die Lounge, diese hier. Eine riesige Lounge. Dann müssen wir aber irgendwo den Aufzug anders nutzen. Dann dürfte das hier die, müsste die letzte Etage sein. Labor hier rüber, dann müsste man durch das Labor in die Lounge. Das wäre aber auch umständlich. Kann man hier nicht. Was gibt es denn noch zu bauen hier an der Seite? Naja, den Aufzug. Ja, ich hätte gerne mal ausprobiert, wie groß der ist. Probieren wir mal die Baracken. Ja, die füllen hier sofort wieder ganz aus die Ecke. Ach, hier oben könnte man auch noch was hinbauen. Ach, da können wir ja oben das, die Energieversorgung hier noch vergrößern später. Doch jetzt müssen wir hier leider erstmal eine Baracke noch hinbauen. Ja, und dann vielleicht die nächste Etage, die Baracken bauen, denn dann könnte man durch die Küche in die Barackenetage hier kommen. Und von hier dann vielleicht runter. Ja, machen wir das erstmal so. Hier kommen Baracken nochmal hin. Moment, was soll hier drunter? Die Lounge. Die ganze Etage sollten wir frei halten. Das ist gut, das machen wir auch. Diese dort. Und hier dann sofort wieder Baracken hin. Ach, können wir uns jetzt leider nicht leisten im Moment. Haben wir denn neue Aufgaben bekommen vielleicht schon? Naja, Wächter des Ödlands, Red Kakerlaken. Räuchere das Nest der Red Kakerlaken aus. 4 Stunden. Naja, wir haben ein paar Nuka-Cola Quantum. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Belohnungen, auf jeden Fall eine Waffe und keine Kronenkorken. Ah, dann frage ich mich, ob wir das überhaupt wollen. Aber wenn das eine tägliche Quest ist, sollten wir die doch täglich dann auch mitnehmen. Da können wir ja irgendjemanden hinschicken. Und ich denke, das machen wir sogar, da unser Bruce Johnson sowieso. Eine Minute braucht er noch, dann ist er gleich da. Wartet. Ach, da ist er schon. Ja, er hat sich umgezogen. Ich bin aus dem Ödland zurück. Gut. Und ja, da haben wir aber jetzt nicht gut vorgearbeitet, finde ich. Wir hätten ein bisschen weiterbauen sollen hier. Was bauen wir? Baracken. Haben wir gar nicht dran gedacht, dass er noch zurückkommt und dann wieder Zeug dabei hat. Wir können ihn ja jetzt nicht vor der Tür stehen lassen, einfach so. Können wir ihn nicht reinziehen? Das geht nicht, oder? Nein, da geht sofort dieses Menü auf. Wir sollen dann seine Sachen abnehmen.
Ach, können wir uns denn hier so einen Lagerraum jetzt überhaupt leisten? Lagerraum 375. So 300 Kronenkorken bräuchten wir da noch schnell. Na, das bekommen wir doch auf die Schnelle jetzt nicht. Oder wir müssten was verkaufen. Oder hier nochmal Turbo einschalten überall. Oh ja. Sehr gut. Oh, fehlgeschlagen. Nanu? Ist das nicht das Falsche? Das haben wir das jetzt... Ach so, an zwei Stellen gleich. Aber das schafft er hier oben. Das hat er vorhin auch sehr gut hinbekommen. Nur ohne Kind gerade. Das schafft er schon. Aber wir können in der ganzen Zeit können wir kein weiteres... Kein weiteres Tempo-Dingen da durchziehen. Na, das war's dann erstmal. Oh, was wollten wir hier machen? Wasserbehandlung? Das sollte keiner raus jetzt. Oh, die Kleine wird einige Tage Albträume haben, fürchte ich fast. Ach so, wir können ja weitermachen jetzt. Nein, können wir nicht. Unser Sean Allen muss erstmal aufhören. Jetzt könnten wir weitermachen. Versuchen wir das nochmal. Ha! Geschafft! Und Wasseraufbereitung, Tempo. Nein, wir riskieren es lieber nicht. Eine Unfallwahrscheinlichkeit von 43 ist uns zu hoch. Aber von 32, das versuchen wir mal. Na wunderbar. Wie sieht's mit dem Labor aus? Es wurde doch so oft angegriffen. Eine Unfallwahrscheinlichkeit von 38% aktivieren wir. Das Tempo. Oh nein. Naja, hier kommen immer Red Kakerlaken. Aber hier kommen ganz schön viele immer, oder? Drei Stück. Oh, er braucht ein bisschen Stimpack. Okay. Aber sauer, was ist los? Keine Erfahrungspunkte bekommen diesmal? Naja, schauen wir mal, ob wir hier im kleinen Kraftwerk auch noch irgendwie was schneller laufen lassen könnten. Ja, das zum Beispiel. Wieder fehlgeschlagen. Ja, okay, Feuer. Da kommen die aber gut mit klar. Ja, ich glaube nicht, dass wir Bruce hier in dieser Folge noch irgendwie reinziehen können. In den Vault. Es sei denn, wir trennen uns von irgendwelchen Sachen. Moment, wir haben Lagerplatz 17. Ja, er hat ja mehr als drei Sachen dabei. Das ist es. Ach, wir schließen das mal. Warten wir lieber. Machen wir in der nächsten Folge. Holen wir in der nächsten Folge rein. Schade, jetzt muss er draußen warten erstmal. An dieser Stelle darf ich mich bedanken für euer Zusehen und ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.